Herzlich willkommen hier wieder zurück zu Fracture. Wir haben das letzte Mal die Hydro-Bomb-Maschine von dem bösen Schergen zerstört und gehen hier weiter in den Abgrund. Ja. Das gewiefte Auge wird jetzt sagen, ey, das sieht ja fast so aus wie bei einem anderen Spiel, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Red Faction. Ach, das ist einer von mir. Hoppala. Verzeihung. Red Faction. Aber nee, ist es nicht. Es ist Fracture, spielt sich aber relativ ähnlich und das ist ja was Gutes. So, Red Faction Guerrilla war ja ein sehr, sehr gutes Spiel, muss ich echt sagen. Mir sehr gut gefallen. Und die Ballergefechte hier, die finde ich in dem Spiel sogar noch geiler. Und die Physikeffekte sind Sahne. Richtig, richtig Sahne. So. Zack, auf die Schnauze gibt's jetzt. Wartet mal. Jetzt haben wir eine Sekunde Zeit, da könnte man ruhig mal eine andere Waffe nehmen. Wo ist die denn hin? Ja. Zack! Raus geht das Ei! Rein fliegt er. Whee! Und das Ei fliegt. Boing! Jawoll! Komm, PlayStation! Du musst jetzt nochmal richtig rechnen. Ansonsten kriegst du mich nicht. Ui. Alter, Leute, die kommen von der anderen Seite. Das ist irgendwie eure Seite gewesen. Wir hätten das klar aufgeteilt. Hier spricht Flyer 9, Luftgeschwader im Anflug. Ui! Bam! Wir haben nicht zufällig eine Brücke mitgebracht. Wir können sie über die Schlucht bringen, aber sind sie auf sich allein gestellt. Ich liebe die Faust. Ui, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los hier? Das war aber nicht ich. Ich bin hier aufgepasst. Warte, ich komme. Und rein in die gute Stube. Ui, was kriegen wir denn hier Gutes? Nee, das Scharfschützengewehr ist hier echt Gold wert. Das hebe ich mal auf. Ah, herrlich. Die Hydro Ball Machine. Ohne die Hydro Balls ist keine Hydro Ball Machine. Oh, ich fall bald raus. Soll ich hier raus oder was? Alter, du dockst an. Holla, da unten sind sie. Ei, ich würde mal sagen, gut, dass wir das Scharfschützengewehr mitgenommen haben, ne? Das ist definitiv die richtige Waffe hier. Oh nein, nicht so einer. Und ciao. Alter, meine Murmeln kommen zu kurz auf. Okay, den hat's zersemmelt. Ich will da jetzt nicht runter. Das ist nicht gut. Genau, flieg mal weg. Ah! Okay, ich habe begriffen. Ich soll gehen. Noch eindeutiger kannst du es mir nicht sagen. Boing. Ciao, Makarawi. So. Jawoll, ja, der sitzt. Warte. Den darfst du fangen. Du willst ins Loch? Dann kriegst du einen ins Loch. Ich bin hier. Genau. Und die zweite bringt dich zur Strecke. Oh, ich liebe es, einfach in diese Löcher reinballern, weil die da immer in Deckung gehen. So, der Plan geht gleich nicht mehr auf, denn meine Muni ist alle. Hey, man. Einen Schuss habe ich noch. Der ist für dich. Den Hammer. Warte. Powerfist. Ich muss weg. Holla, die Waldfee. Alter, warum sind da so viele? So viele Fitschliwitschis. Ui. Okay. Irgendwo da so. Da ist er ja. Ja. Das letzte Luftabwehrgeschütz wurde ausgeschaltet. Oh, das sind ja sehr gute Neuigkeiten. Für wen? Für mich nicht? Interessiert mich nicht, Mann. Ich gehe hier drauf. Ich habe ihn auf dem Hub markiert. Oh, Leute, ich habe den letzten auf die Mappe geknallt. Obwohl. Da ist er noch. Alter Latz. Oi. Aua.
Holla, die Waldfee. Oh, jeder hüpft da. Ah, ich glaube, das ist gar nicht der Gefährliche. Auch wenn der hier richtig Terz macht, der Junge. Meine Fresse. Wuhu! Aua! Aua, aua, aua. Energie. So. Okay. Ich bin bereit. Zack, Mann! Sprengung! Ich kann die sprengen. Das ist für mich neu. Das stand doch sonst nicht da, oder? Kommt das hier drunter durch? Nee. Leider nicht. Du wirst irgendwann sterben. Ui, keine Muni mehr. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Üble Situation. Oh, du musst jetzt mal sterben, Alter, sonst bin ich gleich tot. Sehr gut, vielen Dank. So, was hast du denn für Muni? Alter Latz. So, Scharfschützengewehr, sehr gut. Aua! Wo ist der denn? Yes, Mann! Du Lappen! So! War doch gar nicht so schwer. War ja voll easy. Okay. Rein in die gute Stube und weiter geht's. Zurück an die Oberfläche. Ich hoffe, Sie sind nicht zu spät. Die Situation oben ist schlimmer als wir dachten. Unsere Kräfte kämpfen überall in San Francisco. Colonel an Staffel 9. Haben Sie eine Verformungseinheit? Bestätigt. Wir haben eine Verformungseinheit. Neue Ziele weit unter der Oberfläche. Bunkerknacker einsetzen. Verstanden. Direkter Treffer. Aber ich gehe kein Risiko ein. Brody, kämpfen Sie sich rein und schalten Sie den restlichen Widerstand aus. Dann nichts wie zur Brücke. Das sollte doch schnell und einfach laufen. Die Befehlsleitung sagte, Sheridans Truppen wären keine Bedrohung. Ich habe ihn unterschätzt. Sheridan denkt nicht mehr realistisch. Wir können ihn immer noch schlagen. Wir müssen seine Armee nur auf die altmodische Art erledigen. Schritt für Schritt. In Ordnung, Sohn. Wir haben viel zu tun. So, und wieder mal sind es kryptische Äußerungen, denn ich weiß nicht, was die altmodische Tour ist. Außer vielleicht schießen. Das ist einer von uns, ne? Ja. Außer vielleicht schießen. Aua, ich bin doch gerade erst angekommen. Wie? Haben wir hier irgendwas? Ah, da unten, okay. Ready, steady, go. Alter, das ist nicht gut. Alter, ich komme nicht mal darüber. Ah, lala, Lutz, ey. Ich komme da nicht mal rüber, da kriege ich schon direkt auf den Deckel. Sag mal, auf die Hütte hier. Die Allianztruppen werden von pazifikanischen Transportflugzeugen aufgerieben. Unterstützen Sie sie, Jet. Was? Verpiss dich mal da. Ah. Er sitzt. Er sitzt, aber leider reicht's immer noch nicht. Oh! Nein, rennen nicht ducken! Aua! Early go! Aua, wow, wow, wow. Das muss jetzt aber langsam reichen, du. Oh! Er bewegt sich halt! Er stirbt halt nett. Ah, der kann mich hier nicht treffen. Warum sagt mir das keiner? Mal so ein Tipp. Alter, wie kann ich da drüber semmeln? Natürlich. Den semmel ich drüber, den anderen semmel ich drüber. Drunter. Hin und her. Mach mal so. Ey, was ist denn das für eine Rakete? Willst du mich verarschen? Du bist nicht in Deckung. Ich will nichts sagen, aber das ist zu schlecht, was du machst. Also diese Hubschrauber, die sind wirklich richtig übel. Ach komm her, ich bin... Oh, geil. Oh, sowas ist schon Hammer. Wenn ich irgendwo eine Rakete reinballere und auf einmal bricht alles runter. Das ist so schön.
jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt ist hier Rambazamba! Zack mal! Eine Granate raus! Ui, holla! Warte mal, warte mal, warte mal, erstmal eine kleine Deckung für mich. Mann, lass das jetzt ja da rumgefuchtel. So, eine Rakete habe ich noch. Stimmt, warum mache ich mir eigentlich keine Deckung? Ist doch viel cleverer. Hallo? Sag ich doch, der sitzt doch. Wow! Alter, das war aber Killer, was er hier gemacht hat. Das war eine richtig nice Nummer. Damit hat keiner gerechnet. Zumindest nicht ich. Das ist ein Gegner, das ist gar kein Gegner. Damit hast du dich leider verraten. Und dir dein eigenes Grab geschaufelt. So, was ist das denn hier? Naja, würde mal sagen, probieren wir es mal aus, ne? So, was passiert? Alter, das ist ja geil. Alter Latz. Das ist ja richtig geil, das Ding. Da kann ich nur einen Taschenknaller mitnehmen. Kann ich da nicht mehr mitnehmen? Hätte mir das mal einer gesagt, dieses Rumgewichse hier, dieses Rumgeballere, das hätte ich mir ja alles sparen können. Das ist ja richtig geil, aber warte mal, auf dem Turm sollte ich das vielleicht nicht machen. Da stehe ich ja dann direkt daneben. Ach, ich bitte dich, hör doch bitte auf damit. Okay, so wird das nix. Auch nicht? Nee, 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 nee. Das ist doch frech, warum will ich dich nicht treffen? Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich hab's begriffen. Warte, 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 ich hab's echt begriffen. Ich mach das ganz einfach so, wie ich das immer mache. Hallo! Auf die Schnauze. Fertig, los. Wer ist da? Ja, ich. Wer ist das? So, hier rechts noch einer. Wer ist denn das? Der stört die Frequenz des Todes. Ui. Holla. Alter. Er hat sich selbst begraben. Warum nicht? Ist günstig für die Nachkommen. Ja, irgendwie noch ein paar, ne? Hier oben drauf sind sie, oder? Oh ja. Oh, warte mal, ich. Nicht, dass ich das Ding ja selbst auf den Deckel krieg. Ein Ding. Sind das eigentlich rote Fässer? Nee. Ich dachte schon, ich kann nicht hochjagen. Wir haben einen Ausgang für Sie gefunden. Ich habe ihn auf dem Hart markiert. Ist doch noch einer, oder? Da ist er doch. Ja, hallo, sag doch was. Sag doch was. Ich hätte die Bande nicht gefunden. Oh, ich finde die Architektur ist schön, die Grafik ist schön. Sie schlagen Alarm. Was du nicht sagst. Nein, falsche Granate. Das war die richtige. Nein, die gute Granate benutze ich noch nicht. Auch wenn ihr es jetzt alle sehen wollt. Ich mach's noch nicht, die hebe ich mir auf. So, einer ist noch da. Ja, das Ding hier habe ich hingesammelt. Keine Ahnung warum. Damn! Bam, Mann! Einfach nur Bam, richtig schön. Bitch! Da muss man eigentlich immer so einen Sound noch einfügen. Bitch! Bitch! Bitch ist es nicht. Das muss was anderes sein. Bounce! Naja, egal. Irgendwie sowas. Und jetzt? Ja, die haben die Tür zugemacht. Ach so, stimmt. Da war ja was. Kann ja drunter durch. Vergesse ich mal wieder. Ich brauche mehr Zeit. Und dann geht's wieder zurück. Tschüss. Alter, voll in die Nüsse. Nein, 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 warte mal. Da war mal anders.
Hoi! Jawoll ja. Hat sie rechts nicht eben noch geballert? Nee. Ich war eingebildet. Sehr schön. Untersuchen Sie die Baustelle. Es wird immer actiongeladener. Und die Granate jetzt hier links. Also das ist ja nice. Das gefällt mir. Schön. Nicht schießen. Wie kommen Sie in meinen Kopf? Oh, war das direkt aus der Zwischensequenz hier raus? Ich habe jetzt gerade erstmal mein Kaltgetränk angesetzt. Sie haben eine Mission zu erfüllen. Rücken Sie weiter zu Fuß. Kaputt, Mann. Verstanden, Sir. Überleg mal, du hast zu Hause, dein PC geht nicht und du haust so auf die Tastatur. Bam! Die ist einfach nur Schrott. Okay, also wir haben eine junge Dame gesehen. Aber leider... Ja, aber leider konnte sie uns nicht sagen, wer sie ist. So, zwei mit einem Streich. Man folgt der dritte. Naja, zugleich. Sehr gut. Oh, Mist. Das konnte auch nur mir passieren, oder? Dann findet mich mal. Helft mir mal hoch. Oi, krass. Da habe ich mal ganz kurz angeklopft. Mal kurz Hallo gesagt. Komme ich da jetzt überhaupt wieder hin? Was ist denn hier los? Der Fahrstuhl ist ja jetzt oben. War noch einer, ne? Neben meinem roten Fass, da setzt man sich nicht hin. Sonst ist dein Leben sofort dahin. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, meine Position hier ist eigentlich gar nicht schlecht. Ah! Oh, bleibt alles hängen! Trickshot. Wird nicht weniger da hinten. Nee. Bleibt die Hälfte irgendwie im Stein hängen, aber die können mich treffen. Schlechter Deal. So, wie habe ich denn das jetzt hier gemacht? Achso, hier bin ich unten drunter durch. Ich erinnere mich. So, und jetzt? Jetzt ist ja, genau, jetzt ist ja das Problem, dass hier der Fahrstuhl weg ist. Ach, ich bin runtergefahren. Ich dachte, ich bin hochgefahren. Dann hätte ich diesen Umweg gerade gar nicht machen müssen. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war gar nicht so schlecht. Durch diese extreme Erhöhung. Bam. Bam. Warte. Warte nochmal. Alter, da rennt er einfach mit vorbei. Blindlings. Hatte ich eben eine ganz gute Scharfschützenposition. Von Soldat. Die Pazifikaner hetzen uns nun schon ihre Brust. Also warum nennen die sie bitte Pazifikaner? Ich komme nicht auf klar. Ah, okay, die rotzen dahin und dann geht's los. Lass mich jetzt zielen. Alter Latz. Nein, falsche Granate. Alter, du hast doch nicht alle Latten am Zaun. Oh, was ist hier los? Aua, 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 aua. Aua, aua. Yes, das ist es. Na, warte. So, Freundchen, bitteschön. Ja! Ja! Was willst du? Ich will mein Kinoerlebnis haben. Ah, geil. So, und so ein Ei kriege ich doch hier gleich wieder, oder? War hier nicht irgendwo so ein Symbol? Hab ich schon. Sehr gut. Hier, gab's doch gleich wieder so ein Ei. So. Unten haben wir noch einen. Gute Arbeit. Yes. Ohne diese Brücke brauchen Sie eine weitere Modifikation, um hier rauszukommen. Kann ich denen eigentlich auch die Dinger hier auf den Kopf werfen, dass die dann sterben? Trauma-Modifikation Beta auf Soldaten 113 übertragen. Ein
Powersprung. Genau, ich könnte die ja theoretisch hier einfach runterkicken. Ah, bin ich zu schwach. Okay, ich probier's mal aus. 1, 2. Geil, also Doppelsprung, aber ich mache gleich eine Verformung damit. Schaffe ich das da rüber? Schaffe ich doch nicht. Oh, Doppelspring voll Arsch. Was? Warum geht das hier nicht? Heben Sie den Boden an, um den Vorsprung zu erreichen. Klappt nicht ganz so, wie du dir das vorstellst. In den Vorsprung. Ach, hier. Ach, ich soll wirklich da runter. Ui. Ach, guck mal hier. Jetzt kann ich keinen Doppelsprung machen, weil der Boden sich nicht verformen kann. Okay. Alles klar. Nee, warte mal. Oh, so ein Ei. Da kannst du versuchen zu klettern, du, ganz ehrlich. Wenn meine Granate sitzt. Ja. Ich liebe es. Es ist so geil, dass man ja alles zerstören kann. Es ist so schön. Wenn ihr irgendwelche anderen Spielevorschläge habt, so in diesem Stil. Hier ist da noch einer. Bin dabei. Genau hier ist doch einer. Da ist er doch. Hä? Hey. Ich hätte gedacht, ich kann einfach ein bisschen auf seinem Kopf verweilen. So. Spiel speichert. Mit einem Knall beenden wir diesen Part, denn für mich reicht's heute. Und ja, das Spiel ist nicht so lang, deswegen wollte ich mir das auch ein bisschen einteilen und sage vielen Dank fürs Zusehen. Das war heute der Part von Fracture. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Euer Van Fürde Franz, danke fürs Zusehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.